Eigentlich wäre es das Beste, wenn wir keine Waffen mehr schicken würden und die Diplomaten zu den Verhandlungen zurückkehrten. Das ist ein in letzter Zeit häufig gehörter Satz bezüglich des russischen Angriffs auf die Ukraine. Dazu fällt mir ein Zitat von Wladimir Iljitsch Lenin ein. Zitat: Pazifismus und abstrakte Friedenspredigten sind eine Form der Irreführung der Arbeiterklasse. Zitat Ende. Natürlich irrt da Lenin, beziehungsweise der Faktencheck würde fehlenden Kontext attestieren, denn mit Pazifismus und Friedenspredigten kann man nicht nur die Arbeiterklasse in die Irre führen. Gut, aber stellen wir doch ein paar Überlegungen an. Was würde passieren, wenn wir keine Waffen mehr liefern? Wobei man da eigentlich schon unterscheiden müsste, was damit jetzt genau gemeint ist. Lediglich Deutschland oder die ganze westliche Welt? Alleine die deutschen Waffenlieferungen einzustellen, hätte wohl kaum Auswirkungen auf den Konflikt. Würde allerdings die komplette westliche Welt die Unterstützung für die Ukraine zurückziehen, wäre das natürlich für großen Nachteil für die Ukraine. Mutmaßlich würde dies dann tatsächlich dazu führen, dass es den Russen gelingen würde, auf dem Schlachtfeld die Oberhand zu gewinnen. Trotzdem ist auch dann nicht damit zu rechnen, dass es den Russen gelingen würde, schnell die Ukraine zu erobern. In den ersten Kriegstagen hat sich ja gezeigt, dass die Ukrainer sehr verbissen und damals noch ohne westliche Waffenlieferungen ihr Land doch sehr erfolgreich verteidigten. Man hat am Afghanistan-Konflikt gesehen, wie eine eigentlich schlecht bewaffnete Truppe einen technisch überlegenen Feind besiegen kann. Natürlich sind die Ukrainer keine Taliban, aber die meinen es auch verdammt ernst. Und die erste Euphorie ist vielleicht etwas verflogen, als Jugendliche und alte Männer noch breit grinsend mit ihrer Kalaschnikow durch die Straße patrouilliert sind. Die Gesichter sind ernster geworden, aber ebenso entschlossener. Ebenso ist es aber richtig, dass vor allem im offenen Gelände den Ukrainern bei einer Einstellung der Unterstützung die schweren Waffen fehlen würden. Damit wäre es dann strategisch sinnvoller, mit leichten Waffen die Städte zu verteidigen. Der Kampf würde so blutiger werden, mehr zivile Opfer kosten und würde mutmaßlich auch noch länger andauern. Was wiederum für Europa und Deutschland mehr Flüchtlinge bedeutet. Und je länger der Krieg dauert, umso mehr Flüchtlinge werden auch bleiben. Eben weil die Ukrainer keine Parallelgesellschaften bilden. Sie finden hier Arbeit, gerade Jugendliche knüpfen Beziehungen und es gibt im Laufe der Zeit immer weniger, zu denen man zurückkehren kann. Ich sehe hier aber keinen wirklichen Schaden für Deutschland. Die Ukrainer werden eher die Renten für die Boomer zahlen als andere sogenannte Kriegsflüchtlinge. Die nächste Forderung ist die, nach der Diplomaten Verhandlungen aufnehmen sollten. Dabei muss man sich die Minimalziele der Beteiligten anschauen. Für Putin wäre es ein Desaster, wenn er sich auf den Stand von 2022 vor dem Kriegsausbruch zurückziehen würde. Die Krim abzugeben ist
völlig undenkbar. Das wäre sein sicheres politisches Ende. Die Sache für Selenskyj sieht genau andersherum aus. Würde er jetzt auf den Donbass verzichten, dann wäre das sein politisches Ende. Er käme im Moment sogar unter massivem Druck, wenn er anerkennen würde, dass die Krim russisch ist. Und nur zur Information, letztlich sitzt der Herr Selenskyj am Verhandlungstisch und nicht die Amerikaner. Zudem ist es auch grotesk anzunehmen, die USA würden Selenskyj zu einem solchen Vorgehen drängen. Aber was würde überhaupt mit der Ukraine passieren, falls man auf weitere Gebiete verzichtet? Möglicherweise würde Selenskyj öffentlich geteert und gefedert. Zumindest gäbe es bei den nächsten Wahlen einen immensen Rechtsruck. Darüber kann man sich natürlich eventuell freuen. Unangenehm ist dann allerdings, dass wir als Westen dann als feige Verräter angesehen würden und sich die Ukraine sicher nicht mehr auf irgendwelchen Schutz westlicher Mächte verlassen würde. Die logische Konsequenz wäre eine atomare Wiederaufrüstung der Ukraine. Die Ukraine verfügt über das Know-how, das nukleare Material und auch größtenteils über die dazu nötige Technik. Beispielsweise die ukrainischen Atomreaktor stammen zum Teil noch aus Sowjetzeiten und waren sogar besonders darauf ausgelegt, kernwaffenfähiges Material zu erbrüten. Ein irgendwie gearteter Vertragsfrieden ist daher unwahrscheinlich. Zumindest im Moment. Mit zunehmender Zahl an Toten und Verwundeten steigt natürlich die Verhandlungsbereitschaft. Viel wurde auch gefragt, was uns denn die Ukraine überhaupt angeht. Zum einen stehen wir in gewisser Hinsicht in der Pflicht. Nein, die Ukraine ist natürlich kein NATO-Mitglied, aber wir haben ihr die Mitgliedschaft angeboten. Und da sehe es dann entsprechend blöd aus, wenn wir uns jetzt einfach anwenden und sagen, na, Pech gehabt. Auf der anderen Seite muss man auch davon ausgehen, dass Russland zumindest so einen gewissen Expansionsdrang hat, der auch am besten sofort gestoppt wird. Völliger Blödsinn ist freilich die Vorstellung, dass Putins Panzer gleich nach Polen oder ins Baltikum oder vielleicht sogar bis nach Berlin rollen werden. Das ist natürlich Unsinn. Putin ist davon ausgegangen, die Ukraine in Handstreich zu nehmen. Immerhin stand er ja kurz vor Kiew. Dennoch ist das ja misslungen. Und selbst wenn Putin jetzt nach 10 Ringen doch die Ukraine besetzen könnte, wäre sein militärisches Potenzial ziemlich erschöpft. Ursprünglich dürfte aber durchaus im Raum gestanden sein, sich auch Transnistrien einzuverleiben oder in Moldawien so eine Art zweiter Donbass zu schaffen. Das könnte sogar weiterhin russische Zielsetzung sein. Ebenso wäre eine weitere Option, Serbien wieder näher an sich zu binden und dessen Ansprüche auf die in Bosnien gelegene Republik Srpska sowie auf den Kosovo oder zumindest den Nordkosovo zu unterstützen. Derartige Ambitionen unter den Serben gehen natürlich zurück, je blutiger die Nase ist, die Putin sich holt. Vor allem wäre aber ein weiteres russisches Engagement im Kaukasus zu erwarten.
das heißt, Einfluss auf Georgien zu nehmen und gemeinsam mit Armenien gegen Aserbaidschan vorzugehen. Letzteres wäre dann auf den ersten Blick nicht wirklich von übel. Aserbaidschan ist ein absolut mieses Drecksregime. Ja, Nachteil aber, wir beziehen unsere Rohstoffe, vor allem Öl, mittlerweile von dort. Weitere Option. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert, wäre für Russland das in Bedrängnis geratene iranische Regime zu unterstützen, das seinerseits Regionalmacht im Mittleren Osten werden will und sich als Schutzmacht der Schiiten beispielsweise im Irak oder Jemen aufspielt. Ich brauche wohl nicht weiter ausführen, dass sich das zu einem absoluten Albtraum nicht nur für die USA, sondern auch Europa entwickeln würde. Und dann gibt es da ja noch einen Wackelkandidat im Nahen Osten. Die Türkei lehnt sich ja bekanntlicherweise gerne auch mal an den russischen Bären an. Es mag sein, dass Putin in seinen feuchten Träumen schon eine russische Einflusszone bis an den Sinai gesehen hat. So, und wie sieht das jetzt auf der Gegenseite aus? Oft wird argumentiert, die Ukraine ist ein Aufmarschgebiet der NATO gegen Russland. Mutmaßlich denken auch russische Militärstrategen so. Das ist aber 20. Jahrhundert. Warum Panzer schicken, wenn man NGOs hat? Allgemein wird mit einer Frühjahrsoffensive der Russen gerechnet. Es gibt eine Formel, nach der der Angreifer 3:1 überlegen sein muss. Das ist aber nur ein Richtwert. Bei einem Überraschungsangriff kehrt sich das Verhältnis sogar um. Wenn der Verteidiger sich eingräbt, steigt es sogar. Ähnlich verhält es sich mit den zu erwartenden Opfern beim Waffengang. Bei einem massiven russischen Angriff auf gut verteidigte ukrainische Stellungen wird das zu einer Knochenmühle führen, wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Für Putin kommt erschwerend hinzu, dass bislang vor allem Berufssoldaten gefallen sind. Für Berufssoldaten und deren Familie gehört der Tod auf dem Feld der Ehre zum Lebensrisiko dazu. Es ist in gewisser Hinsicht sogar ein Teil der Identität. Dann werden aber vor allem Reservisten bluten. Söhne aus ganz normalen zivilen Familien. Dementsprechend wird dann auch der Unmut gegen Putin wachsen. Den Effekt gibt es freilich auch bei den Ukrainern, aber nur in abgeschwächter Form. Die Russen sterben irgendwo weit weg für irgendetwas, von dem auch viele Russen denken, dass es sie gar nichts angeht. Die Ukrainer sterben vor der eigenen Haustür bei der Verteidigung der heimischen Erde. Das kann psychologisch viel besser verarbeitet werden. Das Ziel der Ukrainer ist es, die Ukraine zu verteidigen. Aber was ist das Ziel des Westens? Also abgesehen davon, der Ukraine ein wenig zu helfen. Ich bin mir sehr sicher, dass bei einigen Entscheidungsträgern es zwar keine Überlegung gibt, Panzer nach Moskau zu schicken, sondern dort einen Regime-Change einzuleiten. Wie ich schon sagte, NGOs statt Panzer. Das ist für die USA übrigens auch geopolitisch gegenüber China äußerst interessant. US-Militärbasen in Vladivostok sind für ein dann quasi komplett eingekreistes China ein Albtraum. Ich
habe allerdings meine Zweifel, ob ein Regime-Change in Moskau wirklich gelingen kann. Aber zumindest könnte es nach einer russischen Offensive, falls sie scheitert, wirklich Möglichkeiten zu diplomatischen Lösungen geben.